Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Ryza. Ich habe mir jetzt die neuen Tools gebaut. Bombenhammer und Axtsense oder Axtsichel. Cut and Chop, Crush and Explode. Das macht jetzt das ersetzte Setzer. Und ich habe einen Kompass gebaut. Der zeigt mir an, wo die Monster sind. Warte mal, können wir den eigentlich Item Rebuys? Was kann ich da eigentlich noch machen? Ein Trade Slot, Treasure Hunter, das zeigt Schätze an. Spread. Quality. Effect Spread. Das wird größer dann. Add Metal. Naja, ist ja egal. Wir können jetzt das Item bauen. Nein, können wir nicht. Holy Drop. Ich kriege einen heiligen Tropfen her. Okay, shit. Das ist jetzt blöd. Ich habe das jetzt eigentlich extra gestartet, weil ich mir dachte so, ja, jetzt kann ich's bauen. Mystic Liquid, Holy Nut, Plain Number. Ja, shit. Heaven String. Humine Poison. Holy Stone Fragment. Change to Heaven String. Was machen da alles? Eins. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das herkriegen. Ups. Wollen wir mal sortieren. Qualität. Das da. Brauchen wir jetzt Fairy Stone Fragment oder was? Ja. Okay, jetzt haben wir Heilig. Der Himmelstrang. Heaven String. Okay, das ist dann schon das letzte davon. Mystic Liquid. Healing Chip. Healing Chip. Das Rezept können wir jetzt Soleil Fruit. Wow. Knapsack. Ich bin gerade überfragt. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe nämlich was gefunden. Safe Game. Das hat mich nämlich schon... Wir haben doch immer dieses... Ich weiß nicht, kann man es Monster nennen? Oder diejenigen, die wo da auf dem Berg hocken? Ganz oben? Wo man denn aufkommt, weil wir dieses Sprungding brauchen? Ich zeige euch mal was. Ich bin nochmal in den Turm. Weil ich nämlich was... verdammt, ich bin unten rein, ne? Weil ich nämlich was gesucht habe. Oder mal schauen wollte, was da noch so ist an Material und so. Und dann ist mir was aufgefallen. Oder, ja, ich habe was gesehen. Small Wooden World. Und zwar, wenn man, deswegen, ich habe mir schon gedacht, hä, warum ist denn hier so eine Pflanze? Wir haben da was. Und wir schauen mal, was das ist. Okay, die greift gleich an. Shit. Greed Lightning, großes Lichtelement. Oh shit. Downfall. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich es bekämpfe. Das ist nicht so, als ob ich es besiegen könnte. Chance!
Wow, wir haben jetzt 600 von 15.000 abgezogen. Oh! Ich kann immer danach schauen, was abgeht. Boah, um 15.000 wegzuhauen, muss ich mich ganz schön aufleveln, ey. Ich fand es ein bisschen schade, dass die sich nicht irgendwie vorstellt oder so, ne? Punicelli. Alter! Das ist ein Mini. Das ist eine Mini-Ding, verdammt, wie heißt sie? Unsere Layla und die... Keine Ahnung, ich hab vergessen, wie sie heißt. Oh, das sind sie groß. Irgendwer hat ein Faible für diese Viecher. Ha, müssen wir mal schauen mit den Welten. Ich habe nämlich das Ding auch gefunden. Travel Bottle Moon. Sun. Synthesize. Attack Bottle. Use Ressource. Add Material. Warte mal. Level. Oh, da bekommen wir das, was ich suche. Das ist Horn. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen heiligen Tropfen herbekomme. Holy Drop. Heiliger Tropfen. Heiliger Tropfen. Muss ich irgendwie bauen können. Der Genesis Stone fehlt mir halt auch noch, ne? Poison Cube. Exorcism Brooch. Fehlt mir halt auch die Genesis Stone. Wo komme ich das her? Vielleicht von dem. Vor dem Ding da? Limewick Hill. Los! Das glaube ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwas besonders herbricht. Oh, ich konnte das schon immer aufladen. Das habe ich gar nicht gewusst. Baue ich da dann mehr ab? Probieren wir das Vieh mal aus. Okay, wir haben dann irgendwas abgezogen. Wir sind ja auch stärker, wir müssen ja eigentlich schaffen. Wie soll ich deine Energie? Warte mal, Status. Alter, hau drauf, bevor das Ding irgendein Ding starten wird. Genau das meine
Die müssen sprechen. Alter, brech den sein Ding, weil sonst haben wir echt verloren wahrscheinlich. Yes, wir haben es gebrochen. Resist? Oh, der hat es schon wieder hergestellt. Der Resist, der hat zwar Resist dagegen, aber das haben wir trotzdem um die Ohren. Okay, der stirbt eh. Level up! Golden Pony oder Godly Pony. Shining Sand. Hab ich das jetzt wegschmissen? Oh wow. Sie hat's nicht mitgenommen. Er hat's nicht mitgenommen. Oder Essie. Oh mein Gott. Ah, nein, warte, ich hab grad erst ein Problem da gehabt. Ich weiß halt immer noch nie, wie ich heiligen Tropfen bekomme. Ach gut, Google. Nein, geh weg. Das müssen wir schauen, weil ich habe jetzt keine Lust, da ewig nachzusuchen. Atelier. Riser. Holy Drop. I swear I've been looking at synthesizing for 7 hours now. Das ist doch Schwachsinn. Wer denkt denn da dran? Was ist jetzt schon wieder? Land, warum schleichst du so um die Karte rum? Hattest du wieder einen Kampf mit Samuel? Nein, nichts dergleichen. Ich bin nur irritiert. Über eine Karte? Ich erinnere mich an diesen Bereich. Oh, ist Ashra Ambert, so that's what it like capital looks like. Also so sieht das die Hauptstadt aus, oder wie? Und warum bist du dann so von der Karte irritiert? My dad used his back when he was a mercenary. Back? Hat das benutzt, als er ein Freischaffender war oder ein Söldner. Er hat einen ganzen Berg von never seen before, was er nie gesehen hat. Also war wirklich auf der ganzen Welt. Ja, und das ist was so irritiert. Ich kann da nicht folgen. Na, er hat so viele Plätze gesehen, so viele Dinge und so ist er geendet. Das ist so dumm. Du wirst hinaus in die Welt und selbst reisen, richtig? Oh. Irgendwann ja, aber ihn so zu sehen und wie es ausgegangen ist. So, ne? Du wirst in Ordnung sein, Land. Vertrau mir, ich bin viel gereist. Claudia. Reisen ist nicht einfach geradeaus. Was du siehst und fühlst, ist für jeden anders.
der Pfad deines Vaters ist nicht derselbe wie der von mir und meiner Karawane. Also konzentriere dich auf deinen eigenen Pfad. Mein eigener Pfad. Ich verstehe, ich bin ich, niemand anders. Danke, dass du mir geholfen hast, das zu realisieren, Claudia. Immer gerne doch. Und zwar, so, jetzt kommen wir wieder zurück aufs Ding. Warte mal, ich muss das mal wieder kleiner machen, das Fenster. So. Wir waren schon auf dem richtigen Pfad. Wir müssen es synthetisieren. Aber ich wäre halt nie drauf gekommen. Wo ist denn das? Honey? Nee. Wo war es? Floor? Poison Cube. Wo ist Poison Cube? Wer denkt denn da dran? Jetzt mal ernsthaft, verdammt nochmal. Das ist so. Was da denkst du? Warum? Weshalb? Halt nicht drauf, zwei. Warte mal. Na, jetzt hab ich wieder das 1 genommen. Wie ist mir jetzt vor Ort, Shadow? Zwei davon. Ach komm, nehmen wir das da. Okay, das war eh 2. Und dann? Oh, Beast Venom. Gut, dass wir da wenigstens 1 hatten. Yes. Warte mal, das heißt, ich brauche Nummer 1, ne? Wir sind jetzt schon auf 40. Jetzt können wir noch mal eins mehr dazu machen. Poison Cube. Rezept. Taboo Drop. Beast Venom. Wo krieg ich nur das her? Warte mal. Das können wir ja nachschauen. Guide. Items. Poison. Das ist der Underworld Hut. Ah, hallo? Da, Beast Venom Pooch. Synthesematerial, Material. Gather Art. Hä? Element Ice, Kategorie Poison, Animal Product. Ja, aber. Ja, aber. Wo bekomme ich das her? Warte mal, gehen wir mal. Wir gehen nochmal in die Unterwelt. Boundary Central. Aus der Bahn, ihr Luschen! Was ist los? Was? Oh, warte, nein. Wer weiß, was passiert, wenn wir da wieder reingehen? Oh, toll! Danke für nichts. Wir hauen jetzt einfach das Ding weg. Und gerade noch, dass wir uns erwischt haben. Haben wir es erwischt? Ja, wir haben es erwischt. Stinger. Dann ist es sowas ähnliches wie. Irgendwas Vergiftendes. Ein Skorpion hat. Und jetzt gib mir, was ich will. Yeah, Beast Venom Poach, tatsächlich. Stark. Und nochmal hintraveln. Oh, haben wir es erwischt? Ich glaube, wir haben es erwischt. Shit. Ich
Ich bin ja froh, dass wir so einer davon hier rumrennen. Fick! Ja, wobei, die kennt man ja sowieso. Alter, mach mal. Boah, leck, Alter. Boah, mach mich nicht fertig. Was ist das da jetzt? Lunatic Poison. Confirm? Confirm. Okay, jetzt haben wir zwei. Das müssen wir jetzt eigentlich bauen können. Gut, dass ich mir noch gedacht habe, das hört sich irgendwie nach. Warte mal, war da nur eins? Habe ich nicht vorher eins bekommen? Ich bin gerade verwirrt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Poison Cube. Wir haben nur eins? Hä? Ich hab doch zwei mitgenommen. Und plopp. Und plopp. Das nervt mich gerade tierisch. So. Okay, ich fasse das für was anderes benutzt. Sehr gut. Haben wir das bekommen? Zurück zum Atelier? Ich glaube, das war's, ne? Yes. Ich weiß immer noch nicht, wann wir bloß eins bekommen haben. Habe ich das weggeschmissen? Mit dem einen Ding. Okay, das Runtergehen hat auch nicht. Doch, da haben wir Poison Cube. Benutzen wir ein. Dann benutzen wir hier. Das da? Ja. Benutzen wir einfach. Ist mir eigentlich egal. Dann haben wir hier nochmal den Poison Cube. Und dann können wir das machen. Yes. Tabu Drop. Und durch den kann ich dann den Heiligen machen. Warte mal, muss ich da hin? Da, Rezept. Holy Tree Leaf. Wir haben alles, das heißt, wir hauen jetzt da den Zweier rein. Das da, Poison Cube brauche ich da. Achso, ja, ich habe welche gebaut. Oh Gott, ich glaube, ich hätte sie auch dupliziert. Nein, kann ich nicht. Das da. Okay, spätestens hier brauche ich noch nicht. Was nehmen wir da Schönes? Nehmen wir das da? Nee, können wir nicht. Das ist auch blöd. Alter, die Dinger haben vier Elemente. Ja, komm, dann nehmen wir noch ein Erdfisch-Dings da. Und eine Feder. So, das ist mir egal. Alter, du musst halt erstmal drauf kommen, es zu machen. Ich meine, normal würde ich jetzt sowas nicht nachschauen, aber es gibt so viel Zeug, was du bauen und basteln kannst und erweitern kannst und was der Geier was nicht. So, jetzt auch Pinorki. Habe ich gleich zwei gebaut dadurch? Und Pinorki aufgeladen. Oder, nee, erneuert. Ich hab's geschafft. Ich denke, ich habe wirklich geschafft, den Improve the Key. Den Schlüssel zu verbessern. Zeit zurück zu einer Trap Hill zu gehen und einen weiteren Versuch zu geben.
oder zu starten. Doko ni iku no ka ne? Aber an der Stelle bedanke ich. Nein, ich verarsche euch gerade. Das wäre jetzt zu fies, ey. Okay, also das sollte der Ort sein. Kubomi wa koko da yo. Tao ni iwarenakya, ima demo sore ppoi kagiana o sagashi tsuzukete ta kamo. Arigato ne. Naja, ich sehe. Junge, wir hätten das nie gefunden, wenn wir dich nicht wenn nicht für dich. Ah, hontou ni yoku kizuite kureta, Tao. We were lucky to have you with us. Es ist gut, dass wir dich dabei haben, Tao. Ah ja, Oh nun ja, ich habe bemerkt, dass die Hälfte der Bücher in unserer Bücherei haben mit den Maintenance. Eines von ihnen hat mit Architektur zu tun. So I had it set aside to help me learn technical terminology. Also habe ich es zur Seite gelegt, damit es mir hilft, technische Terminologie zu lernen. Keine Ahnung. Und als du den einen Eingang zur Insel erwähnt hast, musste ich nachdenken. Und war mir sicher, ich würde... Und natürlich habe ich da dieses Diagramm gefunden. Jetzt muss ich trotzdem mal nachschauen, was Maintenance anhat. Maintenance. Wieder Instandhaltung. Weißt du, Tao, deine Familie könnte wirklich damit zu tun haben, die Insel instand zu halten. Du meinst also Taos Ahnen oder Vorgänger waren Alchemisten? Oh, ich bezweifle das. Wir haben keine Bücher über Alchemie. Das ist Reisers Spezialität, nicht meine. Okay. Ich hoffe, es funktioniert. Übersetze ich jetzt einfach mal so. Gut, dass es wahrscheinlich keiner hört, dass so ein lautes Geräusch ist. Und wir springen jetzt da einfach rein. Wow. Da ist es, der Eingang zum Versteck von Kurken Island. Nun sehen wir die wahre Form unseres Heimatlandes. Unsere Heimat. Alles klar, los geht's. Oder alle klar, alles klar, zusammen, los geht's. Jetzt bin ich aber gespannt. Wow, what the fuck? A man-made island. Alter, wie riesig. Ich meine, klar, es ist eine verdammte Insel, aber trotzdem. すごい、すごいよ。これが全部人工物だなんて。 Wow, das ist so unglaublich, das alles ist menschengemacht. Alles auf der Insel. Ich glaube es nicht, das liegt jenseits aller Ruinen, die ich gesehen habe. Und Menschen haben das wirklich gebaut. Ich weiß, es ist schwer zu begreifen,
Aber das ist die Kraft des Klintkönigreichs, der Alchemie des Klintkönigreichs. Das ist, warum es so nützlich war, als ein Evakuierungsbereich. Auch wenn es für etwas ganz anderes gebaut wurde. Das ist eine Alchemiefabrik. Ich weiß nicht, welchen Grund das alles hatte, aber ich wette, es war nichts Gutes. Also das ist die wahre Natur von Korken Island. Der Platz, in dem wir unser ganzes Leben verbracht haben. Es sieht aus, wie wenn noch mehr da unten wäre. Lasst uns weitergehen. Das schaut halt aus wie eine fette Alchemiefabrik, ne? Holy moly. Sandstein.